Ja, moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ob ihr es glaubt oder nicht, aber in letzter Zeit werde ich wieder doch häufiger auf das Thema Wasserstoff und Brennstoffzelle angesprochen. Und die Frage stellt sich immer wieder bei Leuten, die mich an der Ladesäule ansprechen, zum Beispiel, ob nicht Wasserstoff doch eher die Zukunft für den Pkw wäre und Elektromobilität doch das falsche Pferd, auf das wir setzen. Ja, es gab eine Zeit, da dachte man wirklich, Wasserstoff wäre die Zukunft für unsere Autos. Und manche denken das eben heute immer noch. Auch in manchen Zeitungsartikeln steht immer wieder die Frage, sind wir denn technologieoffen genug? Und vielleicht wird es ja doch noch was mit dem Wasserstoff. Wasserstoffautos versprechen ja eben auch hohe Reichweiten, schnelle Betankung und sind dabei auch noch umweltfreundlich. Und das klingt eigentlich natürlich fantastisch. Aber warum fahren wir denn nicht heute schon im Jahr 2021 mit unseren Wasserstoffautos rum? Ich meine, es gibt ja sogar ein paar zu kaufen. Die Technologie hat ja auch eine Menge ziemlich coole Eigenschaften, aber irgendwie scheint sich kein Käufer für diese Autos zu interessieren und auch in der Autoindustrie verliert man offensichtlich so ein bisschen die Lust daran. Sogar VW hat gesagt, sie konzentrieren sich komplett nur noch auf Elektromobilität und für sie ist das Thema Wasserstoff abgehakt. Und sogar Toyota, die Vorreiter im Prinzip und die Hauptakteure momentan weltweit, was Wasserstoff-Pkw angeht, die bringen jetzt ein Elektroauto raus. Also, was ist passiert? Warum ist das Wasserstoffauto irgendwie nicht mehr zukunftsfähig? Wer hat das Wasserstoffauto getötet? Und dieser Frage gehen wir heute nach. Deswegen wird es ein spannendes Video, also bleibt dran. Also Wasserstoffautos gibt es ja schon seit einer ganzen Zeit, das sind ja schon fast Jahrzehnte, also zumindest grundsätzlich, entweder als Prototypen, Testflotte, oder jetzt eben seit ein paar Jahren auch sogar für uns Kunden real zu kaufen. Aber wenn wir uns das mal anschauen, Ende 2020, da waren gerade mal ganze 507 Autos in Deutschland zugelassen. Das sind umgerechnet 0,001% aller hier fahrenden Autos. Und weltweit gibt es immerhin 18.000, das ist ja schon mal was. Und bis vor kurzem haben fast alle Autobauer in Deutschland noch von Technologieoffenheit gesprochen und wollten sich nicht auf irgendwas festlegen lassen und schon gar nicht auf reine Elektromobilität. Aber auf irgendwas muss man sich im Leben ja nun mal festlegen, sonst geht es eben nicht voran. Und diese Erkenntnis ist eben auch so langsam bei BMW und Mercedes angekommen und VW hat es ja sogar schon offiziell gemacht. Sie haben sich vom Wasserstoff-Pkw komplett verabschiedet und konzentrieren sich zu 100% jetzt auf die Elektromobilität. Wie ist denn das mit dem Wasserstoffauto? Da erzeugt eine Brennstoffzelle den Strom. Und der wird in einem kleinen Lithium-Ionen-Akku gespeichert. Und der Elektromotor in dem Auto, der bezieht dann seine Antriebsenergie aus diesem kleinen Akku und eben nicht direkt aus der Brennstoffzelle. Warum? Weil eine Brennstoffzelle eben nicht spontan auf eine plötzliche Leistungsanforderung des Motors reagieren kann. Also wenn ich jetzt Strom gebe und richtig mal beschleunigen möchte, dann kommt die Brennstoffzelle mit der Energieproduktion nicht hinterher. Und deshalb muss die erzeugte Energie eben zwischengespeichert werden. Und deswegen ist ein Wasserstoffauto auch eigentlich ein Elektroauto, aber eben halt mit einem kleineren Akku, also meistens so um die 5 bis 10 Kilowattstunden. Und dieser Akku wird permanent durch eine Brennstoffzelle nachgeladen. Das könnte man eigentlich auch mit einem kleinen Benzinmotor machen. Dann hätten wir aber natürlich wieder die Abgase und das CO2. Und das wollen wir ja unbedingt reduzieren, wenn wir schon alle Auto fahren wollen. Das Wasserstoffauto punktet aber eben mit kurzen Tankzeiten, die mehr oder weniger genauso lang sind wie bei einem Benziner und eben null Emissionen, weil da eben das buchstäbliche Wasser aus dem Auspuff kommt und sonst nichts. Gleichzeitig hat es meistens eine gute Reichweite, je nach Füllmenge der Wasserstofftanks, so von 500 bis jetzt auch 700 Kilometer. Und das klingt eben total großartig, viel besser als das Elektroauto, weil die Elektroautos mindestens eine halbe Stunde bis eine Stunde brauchen, bis sie wieder aufgeladen sind und dann eben auch nur 200 oder vielleicht 400 Kilometer weit kommen. Da scheint doch Wasserstoff irgendwie großartig zu sein. Aber warum fahren wir das nicht längst alle? Es gibt halt ein paar handfeste Gründe, die ganz entschieden gegen die Brennstoffzelle im Pkw-Bereich sprechen. Und das läuft irgendwie auf fünf Faktoren hinaus. Das ist zum einen der Preis, dann die Bequemlichkeit, der Fahrspaß natürlich, die Umweltfaktoren und die Konkurrenzsituation.
Ein Auto zu kaufen, das ist ja eine der größten finanziellen Investitionen, die wir so tätigen im Leben, also vielleicht neben dem Hauskauf noch. Und der bestimmende Faktor beim Autokauf ist eben der Preis. Und es gibt momentan ganze 3 Brennstoffzellenautos, die auf dem Markt zu kaufen sind. Das ist einmal der Toyota Mirai, der Hyundai Nexo und der Mercedes GLC F-Cell, wobei der nur zu leasen ist und das auch nur für Gewerbekunden. Aber der 2021er Toyota Mirai, das ist ja der günstigste unter den dreien im Moment und der beginnt bei 64.000 Euro. Das ist ja schon mal eine ziemliche Menge Holz. Aber natürlich Tesla oder Mercedes ist ja auch nicht gerade billig. Aber neben dem Kaufpreis, da gibt es auch noch laufende Kosten fürs Tanken natürlich und für den Service. Und der Preis für ein Kilogramm Wasserstoff, der beträgt an allen öffentlichen Tankstellen in Deutschland festgelegt 9,50 Euro. Ja, Kilogramm. Wasserstoff wird nach Gewicht gemessen und nicht nach Liter wie Benzin. Also pro 100 Kilometer sind das 9,50 Euro an Kosten, denn man kann ungefähr mit 1 Kilo Verbrauch auf 100 Kilometer rechnen. Und der Preis dafür ist übrigens staatlich subventioniert und hat nichts mit den wahren Herstellungskosten zu tun. Die wären viel, viel höher. Es gibt nur knapp 90 Wasserstofftankstellen in ganz Deutschland und in Resteuropa, da sieht es noch viel erbärmlicher aus. Also Urlaubsfahrten kann man vergessen, das ist dadurch so gut wie ausgeschlossen. Dann ist ein Wasserstoffauto eben auch serviceintensiv. Die komplexe Technik bedarf regelmäßiger Wartung, die auf Dauer eben auch ins Geld geht. Und ganz ähnlich wie die Käufer wegen des Preises eben nicht so auf Wasserstoff abfahren, haben Unternehmen auch den gleichen Grund. Denn die Kosten zum Beispiel für den Bau einer einzigen Tankstelle mit einer Zapfsäule für Wasserstoff, die belaufen sich auf ungefähr 1 Million Euro. Also das ist das Zehnfache von einer Elektrotankstelle mit so einem HPC-Schnelllader. Und mit so einem kleinen Kundenstamm, da ist es eigentlich unmöglich für irgendein Unternehmen, solch große Summen in Wasserstofftankstellen zu stecken, ohne die Aussicht, jemals eine Rendite zu erwirtschaften. Das macht einfach keinen Sinn. Es gibt bei den Kosten jedoch einen kleinen Hoffnungsschimmer, denn die werden von der Bundesregierung subventioniert. Also neben dem Wasserstoffpreis sind es auch 1 Million Euro für den Bau von Wasserstofftankstellen. Das zielt darauf ab, natürlich die vorhin erwähnte Technologieoffenheit und sei es auch nur zum Schein, irgendwie aufrechtzuerhalten. Realistisch betrachtet, mit einem hohen Anschaffungspreis, hohem Wasserstoffpreis und den sehr hohen Baukosten für Tankstellen, da sehen die Dinge für Wasserstoffautos ehrlich gesagt nicht besonders vielversprechend aus. Und deswegen sind die Kunden im Moment auch nicht so sehr an Wasserstoffautos interessiert, sondern eher an Elektroautos. Aber liegt das jetzt wirklich nur am Preis? Das kann es ja alleine irgendwie auch nicht sein. Dann lasst uns mal über die Bequemlichkeit oder den Mangel an Bequemlichkeit sprechen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass es nur 90 Wasserstofftankstellen in ganz Deutschland gibt. Das ist ein Riesenproblem, denn damit sind Käufer von Wasserstoffautos gezwungen, ihr tägliches Leben in der Nähe dieser Tankstellen zu organisieren. Oder andersrum, nur wer in der Nähe einer Wasserstofftankstelle wohnt, kann sich auch so ein Brennstoffzellenauto kaufen. Denn zu Hause betanken, das geht ja leider nicht. Beim Elektroauto geht das aber schon. Da ist der Bequemlichkeitsfaktor, was das Laden angeht, 100%. Preisfaktor für den Strom ist günstig, auch 100%. Unabhängigkeitsfaktor von der Mineralölindustrie, auch 100%. Und der schmerzliche Mangel an Bequemlichkeit durch die geringe Anzahl von Tankstellen, das ist ja schon mal extrem abschreckend für jeden Autofahrer. Eine vorhandene Infrastruktur, die bietet natürlich Bequemlichkeit und ohne die entsprechende Infrastruktur, da ist das irgendwie nicht besonders toll mit so einem Wasserstoffauto. Die Infrastruktur für Elektroautos, die ist viel besser ausgebaut. Klar gibt es da noch Probleme. Und in manchen Gegenden, da kann auch die Anzahl der Ladesäulen nicht mit der steigenden Anzahl der neuen Autos Schritt halten. Aber sie wird europaweit und zwar permanent mit einer riesigen Anzahl von neuen Ladepunkten jedes Jahr ausgebaut. Wir haben in Deutschland inzwischen so 40.000 Ladestationen. Und wir wollen ja noch auf die mehrere hunderttausend bis Millionen kommen bis 2030. Also, bietet das Wasserstoffauto denn sonst noch irgendwas, was den Mangel an Bequemlichkeit bei der Tankinfrastruktur wettmachen kann? Genau, der Tankvorgang dauert nur wenige Minuten statt einer Dreiviertelstunde. Zumindest theoretisch. In der Praxis hat man das in Kalifornien gesehen, wo es viel mehr Wasserstoffautos gibt, weil die dort massiv gefördert wurden. Da ist das mit dem Tanken, gerade wenn viel Betrieb ist,
auch nicht so schnell. So, und wie ist das mit dem Fahrspaß? Wenn Wasserstoffautos jetzt schneller wären und mehr Spaß beim Fahren machen würden, dann könnte das doch eine Überlegung sein, oder? Ja, schauen wir uns mal den Toyota Mirai an von 2021, also das aktuelle Modell. Der geht von 0 auf 100 in 9,2 Sekunden und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 175 Stundenkilometern. Das ist nicht so sehr berauschend, ist jetzt aber auch nicht wahnsinnig schlecht, aber vergleichen wir das mal mit einem Elektroauto, Tesla Model 3 oder dem Polestar 2. Die sind in 4 bis 5 Sekunden von 0 auf 100 und laufen über 200 km/h. Und das ist dann schon was ganz anderes, was den Fahrspaß angeht. Gibt es also irgendwo ein Wasserstoffauto, das fahrspaßmäßig da mithalten könnte? Die Antwort ist ja. Dann werfen wir mal einen Blick auf den Wasserstoff Hyperion XP1. Der hat eine Reichweite von über 1000 Meilen, hat 1000 PS und kommt von 0 auf 100 in 2 Sekunden, Höchstgeschwindigkeit 220. Und was noch viel besser ist, das Auto sieht rattenscharf aus, also so ein bisschen wie das uneheliche Kind von einem Tron-Bike, kennt ja diesen Spielfilm Tron, und einem Bugatti-Sportwagen. Und das Ding ist extrem geil und eigentlich will ich sofort einen haben. Aber wo könnte ich denn jetzt kaufen? Tja, unglücklicherweise kann man das Auto momentan nicht kaufen. Und wenn es soweit ist, was macht der wohl kosten? Immerhin ist das jetzt der Beweis, auch ein Wasserstoffauto kann Fahrspaß bieten. Es ist technisch möglich, nur man kann es nicht kaufen und es wird wahrscheinlich wahnsinnig teuer. Ja, und wie ist das jetzt mit dem Umweltaspekt? Ich meine, Wasserstoffautos werden ja als grün vermarktet. Null Emissionen, nur Wasser wird ausgespuckt. Klingt doch gut. Ist das jetzt wirklich so? Mal abgesehen von der Herstellung des Autos, der Brennstoffzelle mit einem Platinkatalysator, des zusätzlich benötigten Akkus und der ganze mit all dem zusammenhängenden CO2-Rucksack. Aber alles, was das Auto braucht, ist Wasserstoff als Treibstoff und am Ende kommt nur Wasser raus. Ihr könnt das sogar trinken, wenn ihr wollt, aber ich würde es ehrlich gesagt nicht versuchen. Lass uns mal einen Blick darauf werfen, wie Wasserstoff hergestellt wird. Wasserstoff existiert nämlich nicht in reinem Zustand, es muss von anderen Molekülen getrennt werden. Entweder in einem Prozess, den man Elektrolyse nennt, oder durch Trennung von Erdgas, also einem fossilen Energieträger. Und so gut wie sämtlicher Wasserstoff, der heute erzeugt wird, der stammt von Erdgas. Also von fossiler Energie, da müssen wir doch weg. Dann bleibt also nur die Elektrolyse. Und damit muss dann der Wasserstoff der Zukunft erzeugt werden. Und dieser Prozess verbraucht leider eine sehr große Menge an Energie. Wir brauchen also viel Strom, um Wasserstoff zu erzeugen und wandeln dann Wasserstoff im Auto wieder in weniger Strom um. Nehmen wir mal als Beispiel eine Energiemenge von 100 Watt und die stecken wir jetzt in die Elektrolyse. Die Elektrolyse ist nur zu rund 75% energieeffizient. Das heißt, 25 Watt davon gehen also schon mal verloren. Und dann muss der Wasserstoff danach komprimiert, gekühlt, zur Tankstelle transportiert werden und das in speziellen Tankwagen. Und da passt eben auch nicht so viel rein, wie zum Beispiel in so einem 30.000 Liter Tankwagen, der Benzin transportiert. Das heißt, wir brauchen auch viel mehr Lkw-Transporte zu diesen Wasserstofftankstellen. Und sobald er dann in das Auto gepumpt wurde, muss er wieder in Strom umgewandelt werden. Und das alles ist nur zu höchstens 60% effizient. Also von den 75 Watt an Energie bleiben dann nur noch knapp 45 Watt für den Antrieb über. Und diese Energie im Auto muss dann auch noch den Motor antreiben. Und das ist nur bis zu 95% effizient. Und zusammengenommen bleiben dann noch etwa um die 40%, also 40 von unseren 100 Watt übrig, mit dem man das Auto betreiben kann. Das heißt, die Brennstoffzellen haben einen Wirkungsgrad von um die 40%. Das ist jetzt nicht so berauschend. Aber es könnte noch viel schlimmer sein, denn so ein Verbrennungsmotor, der ist notorisch ineffizient und der hat nur einen Wirkungsgrad von 25 bis maximal 35%. Also ist Wasserstoff schon mal vom Wirkungsgrad immerhin besser als ein benzinbetriebenes Auto. Und das Elektroauto? Da Elektroautos den Strom jetzt direkt nutzen, ohne ihn irgendwie umwandeln zu müssen, erreichen die einen Wirkungsgrad von 80 bis 90%. Und das ist jetzt doppelt so effizient wie ein Brennstoffzellenauto. Und was bedeutet das jetzt also für unsere Umwelt? Es bedeutet, dass Wasserstoffautos etwa halb so effizient sind wie Elektroautos. Und das heißt konkret,
dass sie erstmal doppelt so viel Energie benötigen, um angetrieben zu werden. Und in der Praxis heißt das, um 100 Kilometer mit einem Wasserstoffauto zu fahren, ist am Ende dreimal so viel Strom notwendig, wie ein Elektroauto dafür brauchen würde. Und selbst wenn wir den gesamten Strom jetzt für die Elektrolyse von ganz vielen Wasserstofffahrzeugen alle regenerativ erzeugen würden, zum Beispiel mit einem Windrad, da bräuchten wir die dreifache Menge an Windrädern, als wenn das jetzt alles Elektroautos wären. Kein Auto ist komplett grün, aber Wasserstoff ist da auch erstaunlich schlechter als Elektro. Im Moment stiehlt jedenfalls das Elektroauto dem Wasserstoffauto voll die Show, denn kaum ein Hersteller, der nicht neue Modelle ankündigt, zum Beispiel der VW ID.4, der ist jetzt gerade erst zum Auto des Jahres gewählt worden, und auf der Motorshow in Shanghai, da pumpen die deutschen Hersteller mit ihren Elektromodellen. Und das ist eine Schlagzeile, die ich vor einem Jahr so nie erwartet hätte. Wenn also irgendwas für den Tod des Wasserstoffautos verantwortlich gemacht werden kann, dann ist es das Elektroauto. Bevor so ab 2010 Firmen wie Tesla auf der Bildfläche erschienen sind, da gab es ja noch eine gewisse Aussicht, dass Brennstoffzellen den Verbrenner ablösen würden. Aber jetzt mit dem Erfolg des Elektroautos, da ist das Rennen eigentlich inzwischen entschieden. EVs sind wesentlich einfacher aufgebaut, können viel günstiger hergestellt werden, sind günstiger in der Anschaffung und im Unterhalt und sind viel energieeffizienter und bieten technologisch noch viel Potenzial bei den Batterien. Wasserstoff wird im Pkw-Bereich keine Rolle mehr spielen. Ja, Wasserstoffautos können längere Strecken fahren und lassen sich schneller wieder betanken. Das gilt für den Moment noch. Aber die Faktoren wie Preis, Leistung, Bequemlichkeit und Umwelt haben im Prinzip die Nägel in den Sarg der Brennstoffzelle getrieben. Aber einen Moment noch. Die Technologie ist trotzdem super beeindruckend. Also, wenn sie nicht für Pkw funktioniert, wo könnten wir sie dann trotzdem einsetzen? Vernünftigerweise wird ja Wasserstoff heute für viele andere Dinge ins Spiel gebracht, aber eben außerhalb von Autos. Wasserstoff als Zwischenspeichermedium für Stromüberproduktion, zum Beispiel bei Offshore-Windparks oder so, für die Stahlindustrie als Energielieferant, für den Schwerlastverkehr, für Schiffe oder Flugzeuge. Es gibt also eine sinnvolle Verwendung für Wasserstoff. Es ist nur so, dass die Autoindustrie bereits eine bessere andere Lösung gefunden hat. Und wasserstoffbetriebene Autos sind eben nicht die Zukunft. Und ich denke, jetzt leuchtet es vielleicht auch jedem ein, warum. Ja, ich hoffe, das Video hat euch ein paar Anregungen gegeben für die Diskussion um Wasserstoff. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben und diskutiert gerne mit mir in den Kommentaren weiter. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert meinen Kanal. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Würde mich freuen. Bis dahin. Ciao.